Gute, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute erzähle ich euch ein bisschen was von der Ortsbegehung mit der unteren Naturschutzbehörde. Wir waren am Dienstag auf dem Acker und sind das mal komplett abgelaufen, haben uns das mal angeschaut. Quasi einen Ackerrundgang 2.0, der ein bisschen detaillierter war. Oder ist als der erste und überlegt, welche Maßnahmen man ergreifen könnte. Dabei haben wir festgestellt, dass wir den Acker in 4 verschiedene Bereiche einteilen können. Da wäre zum ersten eine halbwegs intakte Wiese. Der zweite Bereich wäre eine Brombeerhecke. Der dritte Bereich wäre ein kleiner Hain. Und der vierte Bereich wäre dann die Landreitgrasfläche. Und die komplette Begehung mit den Bildern, die wir dabei gemacht haben, die möchte ich euch jetzt im ersten Teil dieses Videos als Slideshows mal zeigen. Ja, da fangen wir doch mal an mit einer Luftaufnahme zur besseren Übersicht von dem ganzen Gelände. Und wir sehen den schmalen Streifen in der Mitte, das ist der Acker, um den es geht, hier mal markiert. Der Acker ist ca. 10 Meter breit und 180 Meter lang. Im ersten Bereich auf der intakten Wiese, also intakte Wiese in Anführungsstrichen, da ist kein Landreitgras, da ist keine Brombeerhecke, das ist einigermaßen in Ordnung. Dieser Bereich müsste erstmal gemäht werden und dann müsste man mal schauen, was sich darauf entwickelt. Aber grundsätzlich sieht dieser Bereich erstmal gar nicht so schlecht aus. Will heißen, der macht aktuell die wenigste Arbeit. Der erste Baum an der Südwestspitze ist eine Walnuss, eine wild ausgesäte. Die werden wir auch wahrscheinlich stehen lassen in dieser Form. Denn er schützt dann den Rest der Streuobstwiese ein bisschen. Der erste Apfelbaum steht quasi in dem Nussbaum mit drin. Ist auch schon sehr angegriffen, hat schon reichlich Sturmschäden, benötigt natürlich wie alle anderen Bäume auch einen Entlastungsschnitt und ein bisschen Pflege. Dann kommt schon der zweite Apfelbaum, das ist dann also der dritte Baum in dieser Reihe. Das ist der Baum, der bis nach unten hin hohl ist, trägt aber nach wie vor noch gut. Also was Apfelbäume so an Lebensenergie an den Tag legen, ist schon sensationell. Man kann es hier auf den Bildern sehen, da ist eigentlich nicht mehr viel zu wollen, aber sie geben einfach nicht auf. Dann kommt der vierte Baum in der Reihe. Das ist der Baum, der eigentlich von allen noch am besten aussieht. Was wir entdeckt haben, und das war ganz, ganz toll, ist hier ein funkelnagelneues Spechtloch. Gefällt uns sehr, sehr gut. Dann mal eine Gesamtübersicht über die intakte Wiese mit den 4 Bäumen. Der nächste Abschnitt auf dieser Wiese ist dann die Brombeerhecke. Hier zu sehen, die Hecke ist ungefähr 20 bis 25 Meter lang. In dieser Hecke stehen noch 2 bis 3 Bäume, Apfelbäume. Und die gilt es erstmal freizulegen. Das ist der erste Baum, der ist nur halb eingewachsen. Trägt, wie man auf den Bildern sehen kann, noch sehr reichlich, auch ein sehr schmackhafter Apfel. Der zweite Baum, der ist schon ein bisschen eingewachsener. Man sieht hier eigentlich nur noch dieses Spitzchen oben rausschauen. Möglicherweise sind noch mehr Bäume in dieser Hecke verborgen. Allerdings haben die schon so lange kein Licht mehr bekommen, dass es wahrscheinlich kein Leben mehr hat. Und der letzte Baum in dieser Reihe ist hinter der Hecke.
der braucht auch dringend einen Entlastungsschnitt. Dann sehen wir hier nochmal eine Übersicht über den Baumbestand aus der Brombeerhecke. Das sind 3 Bäume, die wir wissen, und mal schauen, was wir in der Hecke noch so finden. Der nächste Abschnitt ist dann der kleine Hain. Diesen wollen wir so komplett als Strukturelement behalten. Er besteht hauptsächlich aus Birnbäumen, die sich selbst ausgesät haben und in Gruppen gewachsen sind. Da werden wir wohl den ein oder anderen Stamm aus der Gruppe rausschneiden müssen, da sie sehr aneinander reiben und sich gegenseitig doch viel Platz wegnehmen. Und jetzt sind sie noch klein genug, dass wir sie ein bisschen ausdünnen können. Der große Birnbaum in der Mitte ist auch schon sehr alt. Hier sieht man einen Walnussbaum. Da werden wir auch den dünneren Stamm rausschneiden und nur den dicken stehen lassen. So sehen diese Baumgruppen der Birnbäume aus. Der große Baum ist eine Eiche. Zwischendrin steht noch ein Kirschbaum. Auf der Südseite des kleinen Hains haben wir eine kleine Stelle gefunden, die sich anbieten würde für ein kleines Sandarium. Links daneben wäre auch eine gute Möglichkeit für einen Totholzhaufen. Und auf der rechten Seite ist so ein bisschen ein Unterholz, das man auch schön stehen lassen könnte. Und dann hätte man da schon eine kleine Dreieckkombination, Strukturelementen. Das ist der Baumbestand des kleinen Hains, also aus mehreren Gruppen selbst ausgesäten Birnen, einem großen Birnbaum, einer Kirsche, einer Eiche und einem selbst ausgesäten Walnuss. Der letzte Abschnitt ist dann der größte Abschnitt, das ist diese Landreitgrasfläche, die wahrscheinlich auch die meiste Arbeit mit sich bringt. Und auf dieser Fläche gibt es 2 kleine Holunder und auch noch eine kleinere Brombeerhecke. Am hinteren Ende befindet sich dann noch eine Eiche, ein größeres Bäumchen mit einem kleinen nebendran hier auf dem Bild zu sehen. Und das ist nochmal die Gesamtübersicht über die Landreitgraswiese. So, jetzt kommt nochmal ein Überblick über die gesamte Fläche mit allen Bäumen. Das sind jetzt aktuell 14 Stück, die man zählen konnte. Und hier haben wir mal eingezeichnet, was an Bäumen noch gepflanzt werden könnte. Also für so 5 bis 7 Bäumchen wäre eventuell noch Platz. Nachdem wir den Acker begutachtet haben, haben wir uns mal Gedanken gemacht, welche Maßnahmen man ergreifen könnte und was Sinn machen würde. Und da kam dann der Vorschlag von der unteren Naturschutzbehörde, dass es die Möglichkeit gibt, eine geförderten Erstinstanzsetzung. Das heißt, eine externe Firma würde sich um die groben Arbeiten kümmern, die Beseitigung der Hecke, die Landreitgrasfläche entfernen, der Acker würde entbuscht werden, also quasi einmal die Fläche vorbereiten und auf Null setzen, sozusagen den Streuobstwiesen-Reset-Button drücken. Und dann geht es los mit dem neuen Aufbau. Die ganzen Eckdaten, wie das vor sich geht mit dieser Erstinstanzsetzung, mit dem Antrag und welche Aufgaben wir da vorher noch zu erledigen haben, wie Antrag stellen, Angebote einholen und so weiter, das bekommen wir in einer E-Mail nochmal zusammengefasst.
Wenn die kommt, werden wir uns damit befassen und höchstwahrscheinlich auch ein gesondertes Video darüber machen, denn das ist ja ein sehr wichtiger und auch maßgebender Punkt während des ganzen Projektes und das dokumentieren wir natürlich auch. Was die Strukturelemente angeht, die wir so vorgeschlagen haben, da wurde uns relativ zügig klar gemacht, dass es keine Trockenmauer geben wird und auch keinen Tümpel und auch keine Bendishecke. Was wir in Bezug auf die Bendishecke ein bisschen schade finden, denn der Gedanke dabei war einfach die Ackergrenze ein bisschen zu sichern gegen die Düngung des Bauern links und rechts. Denn das ist ja für eine Magerwiese eher kontraproduktiv, aber das können wir trotzdem so nicht machen. Der Punkt ist, es ist eine Streuobstwiese und kein Garten. Da hat man dann schon nochmal ein bisschen andere Möglichkeiten, aber eben nicht auf einer landwirtschaftlichen Fläche. Vielleicht gibt es da noch irgendwelche andere Möglichkeiten, um die Magerwiese da vor Düngung zu schützen. Aber da sind wir noch nicht tiefer ins Gespräch gekommen. Das müsste man so im Nachhinein nochmal ausdiskutieren, ob es da Möglichkeiten gibt und wenn es keine gibt, was man machen kann. Ja, das war's für diese Woche. Ich trinke jetzt schön ein Bier und gucke ein paar YouTube-Videos und abonnieren nicht vergessen. Wäre cool. Ich danke euch. Ciao.